قصة الشاطر حسن. كان يا مكان كان في واحد اسمه الشاطر حسن. الشاطر حسن كان صياد فقير جدا، كان بيحب يصطاد. في يوم من الأيام وهو بيصطاد لقى بنت جميلة جدا وحبها، وكان كل يوم يصطاد ويشوفها. في يوم من الأيام ملقاش البنت الجميلة دي وزعل وسأل عليها، ولقى الحراس بتاعها وسألهم، فردوا عليه وقالوا له إن الأميرة تعبانة جدا ومحتاجة حد ياخدها كل يوم البحر عشان تخف. فالشاطر حسن وافق وكان فرحان جدا. ومرت الأيام وكان كل يوم ينزل معها البحر لغاية ما خفت. الأميرة حبته وسألت أبوها الملك إن تتجوز الشاطر الحسن الفقير، بس الملك موافقش. والشاطر حسن كان زعلان جدا بس استمر ان هو يصطاد كل يوم. في يوم من الايام لقى سمكه، والسمكه دي اتكلمت وقالت له افتحني، وفتح السمكه ولقى فيها خاتم، وافتكر الاميره والملك وراح لهم، والملك وافق عليه، وهما الاثنين دلوقتي متجوزين. Die Geschichte, von der ich euch erzähle, heißt Der fleißige Hassan. Der fleißige Hassan ist ein armer Fischer, der sich in eine wunderschöne Frau verliebt hat, die jeden Tag beim Fischen gesehen hat. Eines Tages aber hat er sie nicht gesehen und hat nach ihr gefragt. Und die Sicherheitsleute von dieser Prinzessin haben ihm gesagt, dass sie schwer krank ist und sie muss jeden Tag ins Meer fahren, um gesund zu werden. Der Fischer hat sich riesig darüber gefreut und hat es tatsächlich getan, bis sie gesund wurde. Die Prinzessin hat sich in Hassan verliebt und sie wollte ihrem Vater sagen, dass sie ihn gerne heiraten möchte. Nur war der Vater der König und war damit nicht einverstanden, weil er ein armer Fischer gewesen ist. Nichtsdestotrotz ist der Fischer jeden Tag fischen gegangen, bis er dann einen Fisch gefischt hat, das mit ihm gesprochen hat. Er hat ihm gesagt, öffne mich, du findest was in mir. Hat den Fisch geöffnet und hat einen wunderschönen Ring gefunden. Und dann hat er sich natürlich an die Prinzessin und den König erinnert, ist sofort ins Königshaus gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Und die zwei haben geheiratet, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.